In dieser Vorlesung behandeln wir die Rotation oder auch Rotor eines Vektorfeldes, das ich mit A bezeichnet habe. Die Rotation ist definiert als das Vektorprodukt des Nabeloperators mit dem Vektorfeld. Ja, das bedeutet also, wenn wir uns die i-Koordinate dieses Ausdrucks anschauen, muss ich also multiplizieren vektoriell den Nabeloperator als Vektor der Ableitung nach den kartesischen Koordinaten x1, x2, x3 multipliziert mit dem Vektorfeld a1, a2, a3. Jede der drei Koordinaten hängt von x1, x2, x3 ab. Das heißt, das wird dann d2a3 minus d3a2, dann d3 A1 minus D1 A3 und D1 A2 minus D2 A1. Ja, also um es deutlich zu machen, das bedeutet ja DA3 noch DX2 minus DA2. 2 nach dx3 und so weiter. Ja. Gut, alternative Möglichkeit, den Rotor anzuschreiben, ist folgende, die auch immer wieder anzufinden ist, nämlich in Form einer Determinante, in der man in die erste Zeile die Einheitsvektoren schreibt und in der zweiten Zeile den Nabla-Operator als Zeilenvektor und in der dritten Zeile das Vektorfeld, von dem der Rotor zu berechnen ist. Ja, das führt genau zum gleichen Ausdruck. Das sehen Sie, wenn ich hier zum Beispiel diese Determinante nach der Regel von Sarü anschreibe, schreibe also hier die ersten beiden Spalten noch einmal hinten an und berechne hier den Ausdruck, dann bekomme ich hier E1 mal D2A3 plus E2 mal D3A1 plus E3 mal D1A2 minus den Ausdruck hier. Ich muss, was ich natürlich beachten muss, wo ich eh den Einheitsvektor hinschreibe, bleibt mir überlassen. Ich könnte ihn auch hinten hinschreiben. Der hat natürlich nicht die Reihenfolge von, ich dürfte also nicht schreiben, hier A1, D2, das ist ein sinnloser Ausdruck. Der Operator muss ja wirken auf das Vektorfeld, der muss also vorne stehen. Ja, D2, A1 minus, dann haben wir hier E1. 1 mal, Klammer brauche ich nicht, E1 mal D3A2 minus und dann haben wir hier der letzte Ausdruck E2 mal D1A3. Jetzt können wir das noch vereinfachen, den Ausdruck, den wir gefunden haben. E1 mal, da haben wir also D2A3. 3 minus, da haben wir noch einmal E1 stehen, D3A2. Aber wenn Sie vergleichen, das ist ja genau der Ausdruck, den wir auch hier gefunden haben. Plus E2 mal D3A1 minus, und da haben wir noch einmal den Ausdruck mit E2 D1A3. Auch das stimmt überein mit der zweiten Koordinate und die dritte schreiben wir der Vollständigkeit noch hin. E3 haben wir da die 1a2 minus. Jetzt haben wir es D2a1. Ja. Das heißt, wir merken uns, auch das wäre eine mögliche Art und Weise, die Rotation anzuschreiben und danach auszurechnen. Dritte Möglichkeit in Koordinatenschreibweise. Die i-te Koordinate
ist ja nichts anderes als die i-te-Koordinate des Vektorprodukts des Nablers mit dem Vektorfeld A. Und hier verwenden wir ein Ergebnis aus unserer Vektoralgebra und verwenden den Epsilon-Tensor hier oder das Levi-Civita-Tensor-Symbol Epsilon, Epsilon-IJK und erster Vektor im Produkt mit dem ist also hier der Nabla, also Delta oder Del J und AK. Also das werden wir von dieser Form werden wir auch sehr machen. Nehme ich genau jetzt schon in dem nächsten Beispiel. Wir wollen uns nämlich jetzt die Bedeutung der Rotation oder des Rotors überlegen. Und zwar möchte ich das anhand eines beispielhaften Feldes machen. Und zwar nehmen wir als Vektorfeld, wir nennen es jetzt nicht A, sondern ein Geschwindigkeitsfeld V. Das sei gegeben durch folgende Beziehung, nämlich Omega Kreuz R, wobei Omega ist ein konstanter Vektor. Nehmen wir mal an, dieser Vektor zeigt aus unserer Zeichenebene heraus dieser Vektor Omega, meine ich, ja. Also das wären jetzt irgendwelche Achsen normal auf den Vektor Omega. Der zeigt, wie gesagt, aus der Tafelebene heraus. Und ich habe jetzt hier einen Ortsvektor R. Der schaut in etwa in diese Richtung. Dann in welche Richtung dann das Kreuzprodukt Omega Kreuz R? Wenn ich quasi jetzt hier Omega Kreuz R bilde, bekomme ich einen Vektor, der liegt dann in der Zeichenebene und steht normal auf R. Das heißt, das wäre jetzt hier der Vektor V. Wenn ich jetzt irgendwo anders bin, an einem anderen Ort hier, dann gilt wieder das Gleiche. Ich bekomme also hier einen Ortsvektor, der steht immer normal drauf. Wenn man das jetzt hier quasi durchführt, dann bekommt man ein Geschwindigkeitsfeld, ups, das war jetzt nicht, das steht, das bildet sozusagen einen Wirbel, der beschreibt einen Wirbel um den Ursprung herum. Ja, das wäre also hier und so ein Wirbelfeld. Die Wirbeldichte eines solchen, wenn man jetzt quasi, Sie können sich jetzt vorstellen, V wäre das Geschwindigkeitsfeld einer strömenden Flüssigkeit, jetzt hier quasi rund um das Zentrum herum, wie in einem Abfluss in etwa jetzt hier so zirkuliert. Ja. Gut, und diese Wirbeldichte, die beschreibt. Wir berechnen uns also jetzt hier die Rotation von V. Und wir wollen gleich, weil die Rechnung so am elegantesten funktioniert und am kompaktesten abläuft, gleich die Definition der Rotation über in Koordinatenschreibweise verwenden. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist die Rotation von V. Die i-te-Koordinate, haben wir gesagt, bekommen wir, indem wir den Epsilon-Tensor, Epsilon-IJK, multiplizieren mit Del J und V. Und VK wiederum, ja, schreiben wir es nochmal an, V, die Karte-Koordinate von diesem Ausdruck, ist ja wieder gegeben als ein, unserem Beispiel, als ein Kreuzprodukt. Also ich brauche noch einmal den Epsilon-Tensor, ein Epsilon-K. Jetzt verwende ich jetzt hier, I und J habe ich schon verwendet, muss ich andere Indizes, als Summationsindizes, zum Beispiel L und M verwenden. Und Omega ist der erste Vektor in dem Vektorprodukt, Omega L und X ist der zweite Vektor, XM. Das setze ich also dann hier ein.
Epsilon i j k d j und dann erhalte ich hier ein Epsilon k l m Omega l x m. Für die weitere Auswertung dieses Ausdrucks muss ich jetzt berücksichtigen, dass hier handelt es sich so um eine Ableitung nach x, j. Epsilon Tensor ist eine konstante Größe. Omega, dieser Vektor, ist auch eine Konstante. Das heißt, die Ableitung wirkt einmal nur auf dieses x hier. Führen wir diese Ableitung gleich einmal aus. Dann haben wir hier ein x, ein Epsilon IJK. Schreiben wir noch einmal ein Epsilon Tensor, Epsilon KLM, Omega L und das DJXM ergibt was? Ergibt ein Kronecker-Delta JM. Ja, wenn das noch nicht klar ist, D noch XM noch DXJ steht da, ja. Das ist sozusagen genau 1, wenn M gleich J ist und 0 sonst. Und das wird genau durch das Kronecker-Delta ausgedrückt. Gut, jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck hier an. Da haben wir sehr viele Indizes. Der vereinfacht sich aber stark. Erstens einmal kann ich jetzt hier über, führen wir gleich einmal diese Summation über J aus. Hier. Dann verabschiedet sich das Kronecker-Delta und ich erhalte ein Epsilon I und statt dem J steht dann das M, hier der zweite Index vom Kronecker-Delta. LM Omega L. So, wenn Sie jetzt die Epsilon-Tensoren anschauen, dann haben Sie jetzt hier zwei Indizes, bei den beiden Tensoren sind gleich, nämlich das K und das M. Wir haben also eine zweifache Überschiebung. Sowas haben wir uns schon überlegt, was da rauskommt bei der zweifachen Überschiebung des Epsilon-Tensors. Ich muss nur die Indizes in die richtige Reihenfolge bringen. Und zwar hätte ich gern, in den ersten Tensor lasse ich so stehen, wer ist, nämlich Epsilon I M K. Beim zweiten hätte ich gerne, dass das L an erster Stelle steht. Dazu vertausche ich K mit L. Und dann vertausche ich noch einmal das K, das dann an zweiter Stelle steht, mit dem M. Bei der ersten Vertauschung kriege ich ein Minus, bei der zweiten Vertauschung wieder ein Minus, ergibt dann letztendlich wieder ein Plus. Also habe ich dann stehen Epsilon L M K. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich sozusagen die beiden Indizes, über die summiert wird, an der gleichen Stelle stellen haben möchte. Also M M an zweiter Stelle und KK an der dritten Stelle. Dann weiß ich nämlich aus unseren vorangegangenen Betrachtungen, dass dieser Ausdruck nichts anderes ist als zweimal das Kronecker von I und L. 2 Delta I L Omega L und überschiebt das also noch einmal, also für die Summation über L aus, das Kronecker Delta verabschiedet sich, bekommt er zweimal Omega I als Ergebnis raus, beziehungsweise in symbolischer Form können wir dann schreiben, die Rotation dieses Vektorfeldes V ist 2 mal Omega. Und so können wir das dann auch interpretieren. Also wenn V eben das Feld darstellt, dann sehen wir daraus, da gibt die Rotation von V für jeden Ort das Doppelte der Winkelgeschwindigkeit an, mit der sozusagen ein mitschwimmender Körper hier, wenn das eine Flüssigkeit wäre, ein mitschwimmender Körper rotiert. Ja, man nennt Rotation, die Bedeutung der Rotation ist dann eben die sogenannte Wirbeldichte eines Vektorfeldes. Die kann man damit berechnen, die Wirbeldichte. Das muss ich da schreiben, natürlich, das Vektor.
Feldes. Und insbesondere nennt man Vektorfelder, bei denen überall die Rotation verschwindet, also wo die Wirbeldichte 0 ist, die nennt man wirbelfrei. Die spielen auch eine besondere Bedeutung. Die Physik, wenn wir dann später gleich zeigen werden, also nicht in dieser Vorlesung, aber in einer der nächsten, wenn wir dann zumindest dann, wenn wir beim Stokeschen Integralsatz sind, können wir dann nämlich dann zeigen, dass wirbelfreie Vektorfelder konservative sind. Gut, an der Stelle schließen wir diese Vorlesung. Sie finden dann im Skriptum noch eine weitere Rechnung, die können wir uns noch anschauen, wo eine Rotation berechnet wird hier. Also Rotation muss ich immer, kann ich nur berechnen von einem Vektorfeld. Das versuchen Sie vielleicht diese Rechnung jetzt hier dann auch nachzuvollziehen, wieder in Koordinatenschreibweise. Wir rechnen die Rotation des Einheitsvektors in Richtung des Ortsvektors, also R-Vektor durch R. Und um das in Koordinatenschreibweise zu rechnen, muss ich wieder, ähnlich wie wir es bei dem Beispiel bei der Divergenz gesehen haben, hier im Nenner den Ausdruck, den Betrag wieder schreiben als Wurzel aus xj, xj. Und dann kann man diese Rechnung ausführen in Koordinatenschreibweise, indem man, ähnlich wie wir es jetzt gerade beim Vektorfeld, bei diesem Geschwindigkeitsfeld gemacht haben, die Rotation ausdrücken als Epsilon IJK del J EK und für die EK setzen wir dann in diesen Ausdruck ein. Muss ich da aufpassen, wenn ich hier K schreibe, muss ich hier auch K schreiben und hier muss ich einen anderen Summationsindex verwenden, M zum Beispiel. Und hier brauchen wir wieder ganz ähnlichen Ausdruck, wie man bei der Divergenz des Gravitationsfeldes schon gesehen haben, einer Punktmasse. Quotientenregel ausführen. Am Ende ergibt sich hier 0. Warum ist da 0? Der Ausdruck hier. Hier habe ich Überschiebung vom Epsilon-Tensor mit dem Kronecker-Delta stehen. Das heißt, durch diese Überschiebung habe ich dann hier zwei gleiche Indizes und der Epsilon-Tensor ist 0, wenn ich zwei gleiche Indizes habe. Warum ist der zweite Ausdruck 0? Dieser hier. Ja, der ist 0, weil was hier steht, ist nichts anderes als das Kreuzprodukt von R Kreuz R. Und das Kreuzprodukt von zwei parallelen Vektoren verschwindet. Damit ist der Ausdruck insgesamt 0. Zum Abschluss des Kapitels hier noch, das hat jetzt mit Rotor nichts zu tun, noch einmal zusammen. Was wir bis jetzt gemacht haben, war die Wirkung des Nabla-Operators auf ein Vektorfeld. Generell kann man den Nabla-Operator aber auch auf Tensorfelder anwenden. Und das nennt man auch den Fundamentalsatz der Feldtheorie. Ja, das ist offenbar ein wichtiger Satz. Der sagt nämlich aus, wenn ich dann ein Tensorfeld T habe, das ein Tensor n-ter Stufe darstellt, und ich lasse den Nabla-Operator auf dieses Tensorfeld wirken, da bekomme ich einen Tensor der Stufe n plus 1. Ja, Beispiele dafür, für diesen Fundamentalsatz der Feldtheorie, haben wir schon gesehen. Eben Gradient eines Skalarfeldes ergibt einen Vektor, ja, weil ich habe ja hier, ich wende den Nabla-Operator auf ein Tensorfeld der Stufe 0, also ein Skalaren, bekomme dann ein Vektorfeld. Oder ich kann genauso gut jetzt hier, das wäre das direkte Produkt oder das äußere Produkt des Nabla-Operators mit einem Vektorfeld. Ja, also zwei verschiedene Indizes hier, bekomme dann einen Tensor, der um eine Stufe höher ist als dieses Vektorfeld, nämlich einen Tensor zweiter Stufe. Oder wenn ich jetzt hier wenn ich die beiden Indizes gleichsetze, dann habe ich nichts anderes als ein Divergenz des Vektorfeldes, ja, weil nämlich dieser Ausdruck nichts anderes als die Spur dieses Tensors darstellt und die Spur eines Tensors zweiter Stufe, wie wir schon gesehen haben, ist ein Skalar. Die Rotation ist ein Vektor, wie wir es gesehen haben, das del j bk gibt einen Tensor zweiter Stufe, den überschiebe ich mit dem Epsilon-Tensor
zweifach überschoben, bleibt nun eine Index über, damit ergibt sich ein Vektorfeld. Ja. Was wir uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Vorlesung anschauen wollen, ist die Divergenz vom Gradienten, ja, die doppelte Anwendung des Nabla-Operators, die man auch als Laplace-Operator bezeichnet, ergibt wieder einen Skalar. Ja, und noch ein letztes Beispiel in der Art ist, ich kann ja nicht auch den Nabla-Operator anwenden auf ein Vektorfeld, auf ein Tensorfeld zweiter Stufe und bekomme dann in etwa in der Form ein Tensor dritter Stufe.